ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch sehr gerne die Neuerscheinungen aus dem Mai vorstellen. Und zwar sind das eine ganze Menge. Ich werde euch jetzt 20 Bücher vorstellen. Ja, ich werde direkt einmal loslegen, denn sonst wird dieses Video den Rahmen sprengen. Falls es euch trotzdem zu lang ist, könnt ihr ja einmal durchswipen und bei dem Cover stoppen, was euch interessiert. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß bei dem Video. Am 4. Mai 2020 erscheint das Flüstern der Magie von Laura Kneidl. Die 19-jährige Fallon besitzt das Talent, die Magie zu spüren. Daher betreut sie in der schottischen Hauptstadt ein Archiv für magische Gegenstände, die für Unwissende zum Risiko werden können. Eines Nachts trifft Fallon auf den geheimnisvollen Reed, mit dem sie sofort etwas zu verbinden scheint. Doch Reed hintergeht sie und entwendet einen magischen Gegenstand aus ihrem Archiv. Damit bringt er nicht nur Fallon in Bedrängnis, sondern auch die Einwohner Edinburghs in große Gefahr. Ja, ich freue mich riesig auf dieses Buch, habe es auch direkt für den Mai schon eingeplant, werde es sofort kaufen. Am Montag ist es schon erhältlich und ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Am 4. Mai erscheint Du und ich ein letztes Mal von Lily Oliver. Vivi und Josh sind das perfekte Paar. Sie begegnen sich auf der Golden Gate Bridge, verlieben sich in einem Sommer in New York und verloben sich unter der japanischen Kirschblüte. Doch von Anfang an steht etwas zwischen ihnen, das Vivi nicht benennen kann. Aus großer Liebe wird nach und nach großer Schmerz und Vivi und Josh beschließen, sich zu trennen. Um sich nicht noch mehr weh zu tun, wollen sie einander behutsam loslassen, indem sie alles, was sie ein erstes Mal zusammen erlebt haben, ein weiteres Mal tun. Zum letzten Mal. Die Verlobung wird zur Entlobung, die erste gemeinsame Nacht zur letzten und irgendwann soll aus dem ersten Kuss ein Abschiedskuss werden. Aber Vivi ist nicht bereit, so einfach aufzugeben. Sie ist fest entschlossen herauszufinden, warum ihre große Liebe nicht das große Glück bedeutet. Doch dabei stößt sie auf Antworten, die sie niemals auch nur hätte erahnen können. Ja, ich habe bereits einen Roman von Lily Oliver gelesen. Das ist das Pseudonym von Alana Falk. Also unter Alana Falk schreibt sie halt Jugendfantasy und unter Lily Oliver einmal die Liebesromane. Und ich habe bereits gelesen, Moment, wie heißt es denn? Träume, die ich uns stehle. Genau. Das war total schön, total süß. Und das klingt auch wieder total toll und romantisch und schicksalsbehaftet und ja, ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Auch am 4. Mai erscheint New Dreams von Lily Lucas, das ist der dritte Teil der Green Valley-Reihe. Und ja, es erscheint als Buch, als E-Book ist es schon vor einiger Zeit erschienen. Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter bricht Ilawa fluchtartig zu ihrer Großmutter nach Green Valley auf und wird mitten in der Nacht in den Rocky Mountains von einem Schneesturm überrascht. Zum Glück ist Noah zur Stelle, der sie mit nach Green Valley nimmt. In der idyllischen Kleinstadt in den Rocky Mountains will Ilawa sich über ihre Zukunft klar werden und beginnt an der örtlichen Tankstelle zu jobben. Dort trifft sie Noah wieder, der in der angeschlossenen Autowerkstatt aushilft und davon träumt, als Astronaut zu den Sternen zu reisen. Hin und her gerissen zwischen seinem Charme und Witz und seiner plötzlichen Unnahbarkeit, weiß Ilawa nicht, was sie von Noah halten soll, bis sie erfährt, dass seine Ex-Freundin nach einem schweren Autounfall im Koma liegt. Hat ihre Liebe gegen Noahs Schuldgefühle eine Chance? Die Green Valley-Reihe habe ich absolut geliebt, Teil 1 und 2. Und ich finde die Atmosphäre total schön in den Büchern und ja, freue mich schon. Außerdem finde ich, dass Ilawa ein total schöner Name ist. Am 7. Mai 2020 erscheint Promised von Kira Kass. Wie jedes Mädchen am Hofe ruft Hollis, dass sie diejenige ist, die König Jamesons Herz erobert. Als sie auf einem Ball stolpert und ihm buchstäblich in die Arme fällt, verliebt Jameson sich Hals über Kopf in sie. Er beginnt ihr mit extravaganten Geschenken den Hof zu machen und Hollis kann ihr Glück kaum fassen. Doch ist das wirklich das Happy End? Der mysteriöse fremde Silas bringt Hollis Welt ins Wanken. Silas ist kein König, Luxus und Macht kann er ihr nicht versprechen. Aber jeder Blick von ihm trifft sie mitten ins Herz. Die Augen des ganzen Volkes sind auf die zukünftige Königin gerichtet und niemand ahnt, welche Stürme in ihr toben, während sie lächelt. Dies wird ein Zweiteiler und der zweite erscheint im Frühjahr 2021 und
Ich freue mich so unglaublich, weil es wieder so ähnlich wie Selection klingt und total schön. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Buch und werde es auch direkt verschlingen. Am 11. Mai 2020 erscheint Wir sind der Sturm von Sophie Bichon. Da werde ich euch einmal den Klappentext zu Teil 1 Wir sind das Feuer noch einmal vorlesen, da es ja eine zusammenhängende Geschichte ist. Endlich vergessen, was vor 5 Jahren geschah. Die Flammen, den Lärm und all das, was ihr Leben danach zerstörte. Das ist es, was Louisa sich wünscht, als sie ans Redstone College kommt. Und tatsächlich, gleich zu Beginn ihres Studiums begegnet sie Paul und alles scheint plötzlich anders. Mit seinem unwiderstehlichen Lachen und seinen Bernsteinaugen weckt er Gefühle in ihr, die sie schon längst vergessen glaubte. Mit ihm ist sie wild und frei und endlich wieder glücklich. Sie ist dabei, sich unwiederbringlich in ihn zu verlieben. Doch was sie nicht ahnt, Paul hütet ein dunkles Geheimnis. Die Wahrheit könnte ihre Liebe in Flammen aufgehen lassen. Teil 1 habe ich total geliebt und freue mich wahnsinnig darauf, wie es weitergeht, denn es gab einen sehr bösen Cliffhanger am Ende. Auch am 11. Mai 2020 erscheint Zwei in einem Herzen von Josie Silver. Als Lydias große Liebe Freddie mit Ende 20 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kommt, bricht für sie eine Welt zusammen. Nur in ihren Träumen, in denen sie Freddie begegnet, kann sie glücklich sein. Doch Lydia findet Trost bei Jonah, Freddies bestem Freund, der neben ihm saß, als der Unfall passierte. Jonah ist der einzige Mensch, der Lydias Schmerz wirklich verstehen kann, der einzige, für den Freddie genauso wichtig war wie für sie. Und als Jonah an einem Silvesterabend vor ihrer Tür steht, scheint aus ihrer Freundschaft etwas anderes geworden zu sein. Doch beide wissen, dass diese Liebe niemals sein darf. Oh, das klingt wieder total schön. Ich habe nämlich den Vorgänger der Autorin Ein Tag im Dezember total geliebt und total gerne gelesen. Und ja, freue mich unglaublich auf diese Geschichte. Das Cover ist auch mega schön. Und ja, ich freue mich sehr darauf, es zu lesen. Am 18. Mai 2020 erscheint Love on Lexington Avenue von Lauren Lane. Dass ihr verstorbener Mann zahlreiche Affären hatte, löst nicht nur Wut in Claire Hayes aus, es hat ihr auch das Herz gebrochen. Nie wieder will die junge Witwe einen Mann so nah an sich heranlassen. Auch soll nichts in ihrem Leben sie mehr an Brayden Hayes erinnern. Claire stürzt sich in die Renovierungsarbeiten an ihrem Haus in der Upper East Side, dass ihr ungehobelter Bauleiter Scott Turner sie für eine verwöhnte Prinzessin hält, bestätigt sie in ihrer Überzeugung. New Yorker Männer können ihr gestohlen bleiben, selbst wenn sie so attraktiv sind wie Scott, in dessen Gegenwart Claire sich endlich wieder lebendig fühlt. Da ist es ja eine Reihe. Der erste Teil war ja Passion on Park Avenue. Hier geht es jedoch immer um eine andere Person. Geht ja um drei Freundinnen. Und ja, hier geht es dann einmal um Claire und um ihre Geschichte. Und ja, klingt doch wieder nach einer schönen Liebesgeschichte. Die Cover finde ich immer noch total schön. Am 18. Mai 2020 erscheint A Single Night von Ivy Andrews. Die Reihe heißt LOVE, also Love. Als die Modebegeisterte Libby während der New Yorker Fashion Week auf den erfolgreichen jungen Designer Jasper Chase trifft, ahnt sie nicht, dass sie wenige Stunden später eine unvergessliche Nacht mit ihm verbringen wird. 1,5 Jahre danach kreuzen sich ihre Wege erneut am Plymouth College of Art, wo sich Libby für ein Modedesignstudium eingeschrieben hat. Das erste Wiedersehen verläuft jedoch alles andere als magisch und Libby muss sich fragen, wieso sie in den letzten Monaten immer wieder an Jasper denken musste. Denn dem ist der Starruhm offensichtlich völlig zu Kopf gestiegen. Jasper allerdings hat Libby keineswegs vergessen, genauso wenig dessen bester Freund Ian, dem die talentierte Amerikanerin ein gewaltiger Dorn im Auge ist. Wie gesagt, erscheint am 18. Mai. Bin gespannt darauf, habe aber nicht vor, das ist jetzt sofort zu lesen. Ich warte da erstmal ab, was die Menschen so zu diesem Buch sagen. So, am 19. Mai 2020 geht es dann endlich weiter mit Die Tribute von Panem. Dieser Teil heißt Das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins. Und zwar geht es hier um die Vorgeschichte von unserer Geschichte zu Katniss Everdeen. Und ja, hier geht es immer um die 10. Hungerspiele. Ehrgeiz treibt ihn an, Rivalität beflügelt ihn, aber Macht hat ihren Preis. Es ist der Morgen der Ernte.
der 10. Hungerspiele. Im Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die einst mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt davon ab, ob es Coriolanus gelingt, seine Konkurrenten zu übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs zu werden. Die Chancen stehen jedoch schlecht. Er hat die demütige Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur Seite zu stehen. Tiefer kann man nicht fallen. Von da an ist ihr Schicksal untrennbar miteinander verbunden. Jede Entscheidung, die Coriolanus trifft, könnte über Erfolg oder Misserfolg, über Triumph oder Niederlage bestimmen. Innerhalb der Arena ist es ein Kampf um Leben und Tod. Außerhalb der Arena kämpft Coriolanus gegen die aufkeimenden Gefühle für sein dem Untergang geweihtes Tribut. Er muss sich entscheiden, folgt er den Regeln oder dem Wunsch zu überleben um jeden Preis. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass es dann um die Person geht, die in den Hungerspielen, also die dann in der Arena ist. Aber jetzt sieht es so aus, als wäre es die Person, die von oben hinabschaut als Mentor. Und der Name Snow sagt uns ja allen etwas. Oh ja, krass, ja. Ich hoffe jedoch, dass es aus zwei Sichten geschrieben ist, damit man doch auch was von den Hungerspielen direkt mitbekommt. Ja, ich bin sehr gespannt. Weiß aber nicht, ob ich es sofort lesen möchte. Ja, aber irgendwann werde ich es definitiv lesen. Ich liebe die Tribute von Panem und werde die Reihe auf jeden Fall demnächst auch nochmal rereaden. Auch am 19. Mai 2020 kommt es zu einer lang ersehnten Fortsetzung, und zwar Sonnengelber Frühling von Karina Bartsch. Ja, diese Reihe ist ja total beliebt. Also der erste Teil Kirschbutter Sommer habe ich ja selber gelesen und mochte ich total gerne. Und das ist jetzt der dritte Teil dieser Reihe. Genau. Ich lese euch mal den Klapptext zu Teil 1 vor, falls ihr die Reihe noch nicht kennt, denn es ist wieder mal eine fortführende Reihe und ansonsten könnte es sein, dass ihr gespoilert werdet. Die erste Liebe vergisst man nicht. Niemand weiß es besser als Emily. Nach 7 Jahren trifft sie wieder auf Elias Schwarz, der Mann mit den typisch grünen Augen und die Verkörperung all dessen, wovor Mütter ihre Töchter warnen. Gut aussehend, charmant und mit einer Prise Arroganz raubt er Emily den letzten Nerv. Sie hasst ihn aus tiefstem Herzen und trotzdem ist da immer dieses Kribbeln in ihrem Bauch, sobald sie in seiner Nähe ist. Höchste Zeit, die Handbremse zu ziehen, findet Emily und lenkt ihre Aufmerksamkeit daher auf Luca, den anonymen E-Mail-Schreiber, der ihr mit sensiblen und romantischen Nachrichten die Zeit versüßt. Doch wer verbirgt sich hinter dem Mann ohne Gesicht und was steckt wirklich hinter Elias Absichten? Genau, darum geht's. Und falls ihr Liebesgeschichten mögt und die Reihe noch nicht kennt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Auch am 19. Mai 2020 erscheint Wildflower Summer in deinen Armen von Kelly Mowen. Ein Himmel, der unendlich erscheint, Berge, deren schneebedeckten Spitzen in der Sonne glitzern, Wildblumen, die sich im Wald wie im Wind wiegen. Dieser Anblick erwartet Nate Walden, als er die Wildflower Ranch erreicht. Im selben Moment wird ihm klar, dass er nicht hierher gehört. Mit seinem Motorrad und seinen Tattoos sticht er an diesem schönen, friedlichen Ort heraus wie ein hässlicher Ölfleck. Nur scheint es Olivia Kettenach nicht zu stören. Ihretwegen ist Nate hier. Er hat ihrem sterbenden Bruder geschworen, auf sie aufzupassen, und diese Aufgabe wird er erfüllen, egal was es ihn kostet. Er hätte nur nicht gedacht, dass der Preis sein Herz ist. Dies soll wohl eine zweitbändige Reihe sein. Kelly Mowen ist ja die Autorin von Redwood Love. Von dieser Reihe und ja, ihr neues Buch ist deswegen von vielen schon heiß erwartet und ersehnt und ja, das Cover ist total schön, so schön gestaltet, diese braunen Dielen mit dem Blumendrauch, richtig schön und ja, bin auch schon gespannt, was die Leute schon so zu dieser Geschichte sagen und ob es den meisten dann genauso gut gefällt wie Redwood Love. Am 25. Mai 2020 erscheint das Gegenteil von Hasen von Anne Freitag. Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in verschiedenen Welten. Julia, Marlene
und Leonard im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. Dann geschieht etwas, das alles verändert. Eines Morgens macht plötzlich eine Internetseite die Runde, die bis dato auf privat gestellt war. Darauf zu finden sind Julias ungefilterte Gedanken, Bomben in Wortform, die sich in kürzester Zeit viral verbreiten. Es sind Einträge, die ein ganz anderes Bild des beliebten Mädchens zeigen, das alle zu kennen glauben. Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar, doch nach und nach kommt heraus, Gründe dafür hätten einige. Ja, klingt sehr interessant, vermutlich wieder tiefgründig und mit Anne Freitags wunderschönen, zitatreichen Schreibstil. Und ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Und ja, kommen wir zu meinem Highlight im Mai. Am 27. Mai 2020 erscheint Truly von Ava Reid. Kein Job, keine Wohnung, kein Geld. So kommt Andy nach Seattle. Hier will sie sich ihren Traum erfüllen, endlich zusammen mit ihrer besten Freundin an der Haverhill University studieren. Während Andy darum kämpft, das Chaos in ihrem Leben in den Griff zu bekommen, trifft sie auf Cooper, der sie mit seiner schweigsamen Art gleichermaßen anzieht wie verwirrt. Und obwohl Andy genug Sorgen hat, lässt er sie einfach nicht los. Sie will wissen, wer Cooper wirklich ist, aber sie merkt schnell, dass manche Geheimnisse tiefere Wunden hinterlassen als andere. Ich freue mich wahnsinnig auf die New Adult-Reihe, auf die In Love-Reihe von der lieben Ava und kann es überhaupt nicht mehr erwarten. Ich freue mich so wahnsinnig. Ach, ich könnte jetzt schon so von dem Buch schwärmen. Also alle, die schon Auszüge davon gelesen haben, sagen, dass es eine einzigartige, wunderschöne Geschichte ist. Und genau davon gehe ich auch aus. Also sie ist ja auch eine Autorin, die in Zitaten schreibt und wunderschön. Ja, ich freue mich einfach. Am 29. Mai 2020 erscheint All Your Kisses von Tini Cole. Als Woon Christensen nach Blossom Grove zurückkehrt, hat er nur eins im Sinn, herausfinden, was mit Poppy passiert ist. Herausfinden, warum das Mädchen, das ein Teil seiner Seele ist und das ihm eins versprochen hat, bis in alle Ewigkeit auf ihn zu warten, ihn ohne ein Wort der Erklärung aus ihrem Leben verbannt hat. 2 Jahre lang hat Poppys Stille Woons Herz jeden Tag aufs Neue gebrochen, doch als er ihr nach all der Zeit das erste Mal wieder gegenüber trifft, weiß er augenblicklich, dass der schlimmste Schmerz ihn erst noch bevorsteht. Genau, das ist der Nachfolger von A Wish for Us, ein Buch, was ich absolut geliebt habe. Also Nachfolger heißt das nächste Buch der Autorin, das ist ja keine Reihe. Ja, ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird wieder zerstörerisch mit sehr viel Herzschmerz und ja, sehr erschütternd und heftig und ja, aber ich freue mich sehr auf dieses Buch, habe es auch für den Mai noch eingeplant, vermutlich dann das letzte Buch, was ich lesen werde, das erscheint ja am 29. Und ja, ich freue mich schon. Am 29. Mai 2020 erscheint Saber Trips von Marie Grashoff. Oh, ich freue mich so auf die Fortsetzung von Nierenbird und lese euch den Klappentext zu diesem Schätzchen auch einmal vor, da es ja auch eine fortführende Reihe ist. Und ja, es ist das Jahr 2101. Ein außer Kontrolle geratener technischer Virus verwandelt Menschen in hyperfunktionale Cyborgs, sogenannte Moyas, die dem Willen der künstlichen Intelligenz Kami gehorchen. In Sperrzonen eingepfercht werden sie von Supersoldaten bekämpft, die man weltweit als Stars feiert. Doch als es den Moyas gelingt, die Mauern der Sperrzonen zu durchbrechen, entflammt ein erbitterter Krieg um das Überleben der Menschheit. Und während der Kampf zwischen Menschlichkeit und Technologie hin und her wogt, versuchen viele junge Erwachsene den Untergang ihrer Zivilisation zu verhindern. Ich liebe Nierenbird abgöttisch und es war so spannend und so gut und ich kann es kaum erwarten, Cyberchips zu beginnen. Am 29. Mai erscheint Never Let Me Down von Serena Bowen. Nach dem Tod ihrer Mutter trifft Rachel Quest das erste Mal ihren leiblichen Vater Freddie Riggs, den größten Rockstar der USA. Sie betritt eine völlig neue Welt aus Reichtum und Freiheit und er erfüllt ihr ihren größten Traum, das Studium am Claiborne College. Dort verliebt sie sich in Jake. Doch je näher sie sich kommen, desto deutlicher spürt Rachel, dass sie erst wirklich nach vorne blicken kann, wenn sie sich den Fragen ihrer Vergangenheit stellt, die nur ihr Vater beantworten kann. Ja, ein neues Buch von Serena Bowen. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja,
Erstmal wird dieses Buch erscheinen, dann geht es weiter mit der Brooklyn Years-Reihe, dem Spin-off zur Ivy Years-Reihe. Und das klingt auf jeden Fall wieder sehr gut. Am 29. Mai erscheint auch der neue Highschool-Thriller von Stefanie Hasse, und zwar Pretty Dead, wenn zwei sich lieben, stirbt die dritte. Die Noble Fairchild Academy wird von einem Skandal erschüttert. Die Schülerin Sarah Matthews, wunderschön, geliebt, beneidet, ist auf einem Schulball in den Armen ihres Freundes Chase zusammengebrochen und gestorben. War es ein schrecklicher Unfall oder Mord? Als die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, ändert sich für fünf Jugendliche aus Sarahs Umfeld alles, denn schnell ist klar, dass jeder von ihnen ein Motiv hatte. Allen voran Chase, Sarahs Freund, und Brooke, ihre beste Freundin. Klingt auf jeden Fall wieder sehr spannend und toll. Ich bin ja nicht so der Thriller-Leser, aber ja, vielleicht sollte ich mal wieder mehr in die Richtung lesen. Außerdem schreibt Stefanie Hasse ja total tolle Bücher. Am 29. Mai erscheint der vierte Teil der Opposites Attract-Reihe, und zwar There's Something About Him von Rachel Higginson. Dylan Baptiste hat es geschafft, sie führt die Sterneküche eines der angesagtesten Restaurants in der Stadt und merkt schnell, dass sie total überfordert ist. Da kann sie es gar nicht gebrauchen, dass der große Bruder ihrer besten Freundin ständig auftaucht und versucht, den Ritter in glänzender Rüstung zu spielen. Dylan braucht niemanden, der sie rettet, und schon gar nicht Van Delane. Der glaubt alles zu wissen, und doch schlägt ihr Herz jedes Mal schneller, wenn sie ihm begegnet. Ja, Van ist ja der Bruder von Vera, die wir aus dem ersten Teil kennenlernen. Und ja, ich sollte mal weiterlesen. Den dritten Teil habe ich auch noch nicht gelesen. Den ersten Teil habe ich über alles geliebt. Den zweiten fand ich, ist ein Buch, das kann man gelesen haben, muss man aber nicht. Ja, aber vielleicht wird der dritte und der vierte dann wieder besser. Deswegen sollte ich dann doch mal weiterlesen, denn der erste war so gut. Am 29. Mai erscheint Troublemaker, der zweite Teil der Harbor City-Reihe von Avery Flynn. Unverschämt attraktiv, unanständig reich und in der Regel unwiderstehlich, Hudson Carlyle hat alles und kann jede Frau haben. Doch als er Felicia Hartigan trifft, muss er feststellen, dass sein Charme bei ihr nicht wirkt. Sie lässt ihn einfach abblitzen. Also macht er ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Er hilft ihr, den Mann ihrer Träume zu erobern, und tut währenddessen alles, um ihr Herz zu gewinnen. Das ist ja ganz schön gewagt, was er da tut. Aber ja, ich habe den ersten Teil auch noch nicht gelesen. Der erste Teil war ja Heartbreaker. Aber die Covers sind wieder total schön, irgendwie mit der Kulisse New Yorks im Hintergrund, wo der Kerl dann aus dem Fenster schaut. Hoffen wir, dass es wirklich New York ist und nicht eine andere Großstadt. Ja, auch wieder ein toller Titel aus dem Lux Verlag. Schon wieder ein Buch, was am 29. Mai erscheint, und zwar Wie ist für Virgin von Kelly Owen. Val Jensen wird von ihrem Freund verlassen, weil sie mit dem Sex bis zur Ehe warten will. Als ihre Geschichte über YouTube viral geht, wird sie unter dem Namen Virgin Val landesweit bekannt. Das Chaos scheint perfekt, als schließlich Rockstar Kyle Hamilton vor ihr steht. Der Sänger der Boyband Trells hat es sich nämlich zum persönlichen Ziel gemacht, sie zu verführen. Womit Kyle allerdings nicht gerechnet hätte, Val bereitet ihm ganz schönes Herzklopfen. Ja, das ist ja die Autorin von Cinder und Ella, ein Buch, was ich sehr geliebt habe. Und ja, ich habe von dem Buch erst vor kurzem gehört, dass es erscheinen wird. Und ich habe eher gedacht, dass es in die Erotikrichtung geht, wegen Virgin. Aber nein. Ja, klingt auf jeden Fall total gut. Und ja. Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Cinder und Ella war so gut. Oh, es war einfach so süß. Bin schon gespannt, wie das hier werden wird. Wir haben es geschafft. Das war's. Das waren die 20 Bücher, die erscheinen. Oh mein Gott. Also natürlich erscheinen noch viel mehr Bücher, aber das ist meine persönliche Auswahl. Ein paar Bücher, die jetzt dabei waren, sind auch noch verschoben worden. Die musste ich dann rausnehmen und ersetzen. Ja, es sind ein paar Sachen im Juni verschoben worden. Aber ja, ich freue mich unglaublich auf diese ganzen Bücher. Und ich habe, glaube ich, habe es auch hinter jedem Buch fast gesagt. Ich freue mich so, ich freue mich so.
Ja, weil ich ganz vieles halt auch direkt lesen werde oder vorhabe es zu lesen oder mir erstmal anschaue, was die Leute so zu bestimmten Büchern sagen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich hoffe, ich konnte euch ganz viele neue Bücher ans Herz legen und Vorfreude auf den Mai machen, auf die ganzen Neuerscheinungen. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch am meisten freut und was ihr euch direkt kaufen werdet. Und ja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Mai und ganz viel Spaß bei diesen ganzen Büchern, die ich vorgestellt habe. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!